Howdy, AFOPS, willkommen im Wilden Westen des Noppenstein-Studios. Ich bin der Marco und heute möchte ich euch endlich den Westernzug vorstellen. Hier fährt er ein. Die Lok ist ein Prototyp. Den Prototyp habe ich motorisiert. Das richtige Set, die Lok, zeige ich euch gleich. Ich will euch anhand des Prototyps demonstrieren, wie man die Lok motorisieren kann. Und damit ich an den Zug herankomme, schieben wir doch unser kleines Western-Dorf, unsere Blue Bricks Town, gleich mal beiseite. So, wie gesagt, das ist der Prototyp. Den schieben wir mal kurz zur Seite und holen uns direkt die Lok in den richtigen Farben. So. Also, was haben wir? Wir haben eine Lokomotive mit Tender, wir haben einen offenen Güterwagen mit Dynamit. Sollte man vielleicht ein bisschen besser verpacken, aber pssst. Einen Personenwagen und einen Caboose Wagon, einen Mehrzweckgüterwagen, der auch so ein erhöhtes Bremserhäuschen mit gutem Überblick über den Zug dabei hat. Fangen wir aber doch einfach vorne an bei der Lokomotive. Interessant an unserem Westernzug ist, dass wir hier tatsächlich auf eine Breite von 8 Noppen gegangen sind, um ihn noch bespielbarer zu machen. Hat eine andere Optik, ist nicht an so originalgetreu 6-wide im Maßstab zu Städten wie die modernen Züge, sondern ist bewusst ein wenig breiter. Einige von euch sagen ja auch, 8 breit ist ohnehin besser. Naja, bei dem Westernzug haben wir es mal ausprobiert. Lokomotive mit Tender, 2 Drehgestelle hier vorne. Lokomotive und Tender sind hier über einen solchen Technik-Liftarm miteinander verbunden. Sehr gut kurvengängig und in den Tender kann man, ihr werdet es schon erraten haben, den Batteriekasten einbauen. Das zeige ich euch auch gleich. Damit ich die Lok ein bisschen drehen und wenden kann, mache ich den Tender hier jetzt einfach mal ab. So. Und das hintere Drehgestell offensichtlich auch. Also wir haben hier 2 Drehgestelle. Hier vorne mit einem angedeuteten Rinderschädel und einem Kuhfänger oder Büffelfänger. Das hat man ja bei solchen alten Loks häufig vorne dabei. Wenn irgendwas im Weg ist, kann das beiseite geschoben werden. Hinteres Drehgestell mit 2 großen Rädern. Hier wieder wichtig, dass dieses hier, das momentan hier unten steht, und dieses hier, das momentan nach vorne gerichtet ist, mit den Löchern nach vorne, im 90-Grad-Winkel versetzt angebracht wird. Das ist unten, das Loch ist unten, das Loch ist vorne. Beide Löcher unten würde bedeuten, dass beim Fahrtwechsel sich das Ganze verkanten kann, aber so, das kann ich verkanten, das läuft immer schön rund. Lokomotive selbst, ja, hier vorne Kessel. Das hier ist ganz cool gebaut. Wir haben hier eine Baurichtungsumkehr. Das ist eigentlich so, Noppen nach oben. Hier haben wir dann andersrum wieder Noppen nach oben. Und hier ist die Verbindung über so einen einzelnen, über eine einzelne Noppe. Also mehrmals Baurichtungsumkehr. Hier haben wir eine Glocke, wie sich das gehört. Man kann das noch ein bisschen höher machen. So. Schön mit Schwarz, Rot und Pearl Gold. Ja, und hier wird Kohle reingeschippt, die hier hinten vom Tender entnommen wird. Es hängt sogar die Schaufel dran, mit der man das Ganze entnimmt. Bauen wir das mal wieder zusammen. Und es hat Klick gemacht. So. Bauen wir es mal wieder zusammen. Okay, das ist jetzt der Tender ohne Strom und der Tender des Prototyps ist mit Strom. Das Schwarze, was ihr hier seht, ist unser Batteriekasten. Der Eisenbahnmotor und der Batteriekasten, ich meine, mindestens der Eisenbahnmotor ist momentan vergriffen, ist aber schon wieder auf dem Weg hierher in sehr großer Stückzahl, wird bald wieder lieferbar sein. Hier unten steckt der Eisenbahnmotor gegenüber dem normalen Dummy quasi, lässt sich einfach austauschen
Und was hat Pascal gemacht? Wir haben ja hier innen sogar 6 Noppenbreite. Er hat hier seitlich noch ein bisschen überschüssiges Kabel versteckt, als er das Ganze umgebaut hat. Ihr räumt den Bereich raus, räumt das rein, verziert es hier oben noch ein bisschen, verdeckt es ein wenig und habt dann insgesamt das hier an Teilen beispielsweise übrig. Diese Lochplatte hier, die unten drunter war, hat er noch mit rausgenommen, um Platz für die Kabeldurchführung zu haben. Der Umbau ist einfach. Er steht nicht in der Bauanleitung, soweit ich weiß. Aber wenn ihr das Set aufbauen könnt, könnt ihr es auch umbauen. Der untere Bereich hier, das hier ist exakt der Motorblock. Das seht ihr, das hat die gleiche Größe. Ihr nehmt den Bereich raus, packt den Motorblock rein, führt das Kabel hier rein und baut den Batteriekasten ein. Und dann habt ihr dieses Ergebnis. Man kommt jetzt hier noch an den Knopf ran. Man sieht es hier auch blinken, ist momentan gekoppelt mit der Fernsteuerung. Das heißt, wenn ich jetzt hier... das funktioniert ganz gut. Nur lenken kann es logischerweise nicht. Es fährt ja auch auf Schienen. Das ist also unsere Lokomotive mit Tender des Western-Zugs. Die Setnummer 102891, 459 Teile für 26,95. Nicht motorisiert, aber motorisierbar mit unserem Zubehör. Ihr braucht dafür einen Eisenbahnmotor, eine unserer Akkuboxen, die gleichzeitig Empfänger für die Fernbedienung ist, und eine solche Fernsteuerung. Ihr solltet immer Fernsteuerung und Empfänger vom gleichen Hersteller nehmen. Könnt ihr diesen Akkublock mit der Fernsteuerung von Kada koppeln? Nein, beides RC, unterschiedliche Frequenzen. Mit Mode King auch nicht. Ihr könnt aber natürlich den Eisenbahnmotor von uns an eine Moltking-Akkubox mit einer Moltking-Fernsteuerung anschließen. Kein Problem, ihr könnt auch unseren Eisenbahnmotor an eine Lego Power Functions, ist ja keine Akkubox, an einen Batteriekasten anschließen. Braucht dann halt noch den Infrarot-Empfänger und die Infrarot-Fernbedienung von Lego. Das würde auch funktionieren. Gut, 34 cm lang ist die Lok mit Tender, 7,5 cm breit und 12 cm hoch. Entspannt aufzubauen, würde ich sagen, kein Problem. Schieben wir das mal beiseite und widmen uns dem offenen Güterwagen. Der ist jetzt wirklich kinderleicht auch aufzubauen. Ist überhaupt keine Schwierigkeit. Wir haben hier ein wenig Ladung. Die kann man auch so abnehmen. Wir haben hier einzelne Fächer mehr oder weniger, damit die Ladung auch nicht rutscht. Das ist alles sehr stabil, gut bespielbar. Unsere Rungen hängen seitlich an 2 Noppen. Das ist prima. 2 kleine Drehgestelle, eine Zuggrundplatte, eine von unseren in Schwarz. Ist ein kleines, feines Set. Lässt sich sicherlich auch für modernere Züge einsetzen. Jetzt vielleicht nicht unbedingt mit dem offen da herumstehenden Dynamit. Aber ja, warum nicht? Ein schicker kleiner Güterwagen. Das ist die Setnummer 102896 mit 237 Teilen für kleine 15,95. 26 cm lang, 6,5 cm breit und 8 cm hoch. Ich würde sagen, ein größeres Kind kriegt das Set problemlos aufgebaut. Gibt's gar keinen, gar nichts zu sagen dran. Und das nächste Set ist schon der Personenwagen. Und der ist halt so richtig schön breit. Wir haben hier 8 Noppen in der Breite und das Dach mit diesen Rails hier steht noch ein wenig über. Deswegen ist der Wagen auch 7 cm breit. Das Dach ist leicht abnehmbar und hier innen drin sieht es halt richtig edel aus, finde ich. Wir haben so Sitzbänke, wir haben Tische mit so Tischlampen dran. 1x1 Plate Modified mit Clip in Trans Green. Habe ich so noch nicht gesehen. Sieht aber natürlich sehr cool aus, weil diese Lampenschirme ja oft so ein gefärbtes Buntglas waren. Schön hier in Rot, Signalfarbe angedeutet, die Bremsen.
Damals gab es ja noch keine durchgehenden Hydraulikleitungen oder so. Nein, nein, da musste man schon am Wagen stehen und kurbeln. Gefällt mir sehr gut. Und, ich nehme es einfach mal raus, auch eine schicke Eisenbahntür, so eine gerundete Tür mit den Eisenbahnfensterscheiben, die so aussehen, als könnte man da noch eine Scheibe nach unten schieben. Ist auf beiden Seiten eine solche grüne Tür. Jawohl. Diese Bogenfenster hier, die finde ich, die gefallen mir, passen zu so einem Westernzug auch ganz gut. Und das Dach ist auch stabil und hoch. Hier haben wir noch so angedeutet, so Lüftungsschlitze, ne? Vermute ich mal, dass das darstellen soll. So. Unser Personenwagen hat die Setnummer 102897, 352 Teile für 16,95. 26 cm ist er lang, 7 cm breit, 11 cm hoch und entspannt aufzubauen. Jawohl. Und zu guter Letzt folgt noch der Caboose Wagon, so ein Güterwagen, Postwagen, ein Mehrzweckwagen. Caboose kann man auch mit Kombüse übersetzen, aber ein Caboose Wagon war wohl ein Mehrzweckwagen, wenn mich Wikipedia nicht gedrückt hat und hier Leo Übersetzer. Hier kann man noch einiges oben drauf packen, wenn man das will. Also ich könnte mir das ja auch beladen mit Gepäck noch vorstellen. Leitern, um nach oben zu kommen. Schick. Auch hier an beiden Enden eine Tür, so eine Eisenbahntür. Und ich vermute doch stark, ja, dass man das Dach abnehmen kann. Jawohl. Und wow, ich muss gestehen, ich habe hier noch nie reingeschaut. Und ich hätte nicht gedacht, dass hier beispielsweise ein Bett drin ist. Wie geil ist das denn? Ein Bett, ein Waffenregal mit 4 Gewehren. Tatsächlich eine kleine Kochstelle. Von wegen kein Kombüsenwagen. Ja? Eine kleine Kochstelle. Und oh, ein Tresor. Das ist ja cool. So ein kleiner, dunkelgrüner Tresor. Der ist cool gebaut, finde ich. Ja, also Wertgegenstände transportiert mit Wachmann, der dann auch hier sich wahrscheinlich einschließt und hier ein Bett zum Schlafen hat. Jetzt muss man sich nur noch die Räuber vorstellen, die den Zug überfallen. Da wollen sie hin. Und die Passagiere ausrauben, wenn sie schon mal dabei sind. Kann man sich so richtig vorstellen mit Mundtüchern und so, die dann dem Zug hinterher reiten. Sehr schick. Ja, auch der mit Drehgestellen. Ne? Alle Wagen haben 2er Drehgestelle. Insgesamt 4 Räder jeweils. Der gefällt mir. Der schaut gut aus. Unser Caboose Wagon hat die Setnummer 102895. 376 Teile für 17,95. 21 cm lang, 7 cm breit, 13 cm hoch durch diesen Aufbau hier. Auch entspannt aufzubauen. Gar kein Problem. Ich habe ihn jetzt nach hinten gesetzt, weil das für mich so auch so ein Bremserwagen ist. Aber ihr könnt das machen, wie ihr wollt. Ihr könnt euren Zug natürlich auch gestalten, wie ihr wollt. Wenn ihr mehr Personenwagen haben wollt oder nur einen reinen offenen Güterzug, ihr könnt euch die Wagen ja einzeln bei uns bestellen. Und die Lokomotive auch. Und ich weiß nicht, ob ihr es schon gesehen habt, aber neben dem Zug, neben dem Raddampfer, den ich hier stehen habe, mal gucken, ob ich den heil ins Bild bekomme, der jetzt auch lieferbar ist, den ich euch noch vorstellen werde. Und neben unseren 3 Gebäuden, dem Sheriff's Office, der Westernschmiede und dem General Store, wird es noch weitere Western-Sets geben. In einem Vorschauvideo haben wir euch schon die Mine gezeigt und ein riesiges Fort mit Erweiterung. Das sind Sets, die werden als Blue Brick Specials erscheinen.
Es wird aber auch Sets als unter der Marke Blue Bricks Pro geben, mit bedrucktem Karton, gedruckter Anleitung. Ihr kennt das ja. Und auch Sets von Xingbao mit Minifiguren. Dazu gehört auch ein Komplettset dieses Zugs. Es wird diesen Western-Zug geben, also eine Lok, einen Wagen hiervon, einen Wagen davon, einen Wagen davon, mit einem Schienenoval, also einem Schienenkreis und noch vier Geraden, und drei oder vier Minifiguren und einem Pferd. Dieses Komplettset wird deshalb ein bisschen teurer sein, als wenn ihr diese Komponenten hier bei uns einzeln kauft und das zusammenrechnet. Ihr könnt also den Zug hier kaufen. Ihr könnt den Zug kaufen in der Wagenabfolge, wie ihr sie gerne hättet. Ihr könnt auch das Western-Zugset von Xingbao for Blue Bricks mit den Figuren kaufen und euch noch weitere Wagen dazu nehmen und den Zug länger machen. Das ist komplett euch überlassen. Und es wird noch weitere Sets geben. Wenn ihr bei uns Western eingebt als Suchbegriff, dann seht ihr neben diesem Western-Zug beispielsweise auch eine Western-Station, einen Western-Bahnhof von Xingbao. Es sind Minifiguren dabei, ist ein schönes, großes, flaches Gebäude, perfekt passend zu dem Zug. Was habe ich noch? Eine Western, so eine kleine offene Transportkutsche. Einen Western-Saloon, auch mit Figuren, so schön mit so blau gestrichenen Säulen, zweistöckig, ein cooles Eckgebäude. Eine Western-Bank mit Figuren. Klar, man braucht auch eine Bank zum Ausrauben. Ich glaube, bei dem Western-Zug ist tatsächlich auch jemand mit Mundtuch dabei, der will bestimmt an den Tresor heran. Es wird eine Western-Farm geben. Es wird eine Western-Union-Army geben, ein Set mit vielen Figuren, mit denen man dann das Fort auch bevölkern kann. Es wird eine Western-Kirche geben, eine Stagecoach-Station, also eine Postkutschen-Pferdewechselstation und so eine Little Cottage, so eine kleine Blockhütte mitten in der Prärie. Und falls euch das Thema gefällt, wird das sicherlich noch nicht das Ende sein, dann wird es noch weitergehen. Natürlich haben wir auch den General Store und Blacksmith Sheriff hier bereits einen Stickerbogen für unsere Blue Brick Specials Gebäude. Und die von Xingbao produzierten Gebäude, die werden sicherlich auch den einen oder anderen Print haben. Also, wir finden, Western Sets kann man nie genug haben. Deswegen produzieren wir noch mehr und lassen noch mehr für euch produzieren mit den coolen Xingbao-Figuren. Bleibt dran, wenn ihr euch über die Sets informieren wollt. Ihr kennt ja diesen Infobutton. Klickt da mal drauf, dann werdet ihr benachrichtigt, wenn die Sets da sind. So wie jetzt vor kurzem auch beim Raddampfer beispielsweise geschehen. Den werde ich euch bald auch vorstellen. Für heute war es das aber erstmal aus dem Noppenstein-Studio und aus dem Wilden Westen. Ihr wisst ja, Noppensteine kann man nie genug haben. Demnächst gibt es noch mehr. Ich wünsche euch viel Spaß beim Bauen. So, und jetzt kommst du da wieder dran. Klack. Jawohl.